Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. So, wir machen heute die Quest Ein Geschenk der Götter, wie versprochen. Das ist eine Bonus-Quest für, ja, sag ich mal, Final Fantasy-Fans sozusagen. Es hat was mit Final Fantasy 15 zu tun. Bloß, was ist damit zu tun? Das schauen wir uns doch jetzt an, würde ich sagen. Laufen wir einfach mal dahin. Und dann sehen wir es auch gleich. So, Pferdchen ist da. Okay, go, go. Bin ich ja echt gespannt, was dort passiert. Ich habe mich nicht spoilern lassen, ich habe das nur nachgelesen, dass hier so eine Art Final Fantasy Quest gibt. So, da oben ist es auch schon. Okay, steigen wir mal ab. Okay. Oh, ein riesen Komet eingeschlagen. Ein Geschenk der Götter. Schickt man uns eine Botschaft vom Himmel? Erreiche die Abstützstelle. Persönlich zu uns herabsteigen. Schauen wir nochmal die Absturzstelle an. Was dort eingeschlagen ist. Die Feuerkugel hat den Eingang zu diesem Grab freigelegt. Das ist ein Zeichen der Götter. Ein großer blau leuchtender Stein, der vom Himmel auf die Erde gefallen ist. Okay. Was mache ich denn? Du sollst da schon rein marschieren und nicht drüber gehen. Ich frage mich, könnte sich das auf die Sonnenuhr beziehen? Sonnenuhr? Diese Zahl ist wohl wichtig. Okay, das habe ich schon kapiert, das ist die XV, das heißt 15, das steht für Final Fantasy 15 anscheinend. Löse das Sonnenuhrrätsel. Diese Zahl ist wohl wichtig. Okay, schauen wir nochmal hier in der Gegend, ob hier irgendwo, ich sehe gar nichts hier. Ob hier irgendwo, was ist denn jetzt hier? Ob hier irgendwo eine Sonnenuhr steht oder so. Ah, hier steht schon einer. Alles klar. Okay. Gibt's hier Pfeile? Sehr schön. Ist das die Sonnenuhr, die in dem Grab dargestellt wurde? Okay, Sonnenuhr, ist ja klar, geht ja mit Sonne, da jetzt keine Sonne da ist. Meditieren wir doch einfach mal. Okay. Hier sind zwei Dinge jetzt schon aufgegangen. Jetzt meditieren wir doch noch mal. Da hinten sind nämlich auch noch so Gewölbe oder was es sind. Vielleicht muss der Schatten einmal praktisch da vorbeilaufen. Okay, ist nichts passiert. Schauen wir aber trotzdem nochmal in das Grab rein. Vielleicht ist ja die Tür aufgegangen jetzt. Wenn nicht, dann meditiere ich nochmal, wo die Dinge unten waren. Okay. Diese Zahl ist wohl.
Okay. Dann machen wir das nochmal. Meditieren wir halt nochmal. Okay, jetzt sind die unten und jetzt schauen wir noch mal rein. Vielleicht ist die Tür jetzt auch aufgegangen durch den Mechanismus. Nee, ist er nicht aufgegangen, okay. Okay, meditieren wir noch mal. Oder kann man die Dinger rausnehmen? What the fuck, was war das jetzt? Glaube ich, kapiere schon. Jetzt muss ich mal warten, bis der Schatten dort drüben ist. Weil rein vom Symbol her war auf jeden Fall der Schatten in der Mitte oder die Uhr. Also wenn ich mich jetzt hier raufstelle. Werfe ich Augenschatten? Ich warte jetzt einfach mal. Und vielleicht geht ja das... Ich glaube, dass dann... Die Tür wird dann aufgeht, wenn der Schatten die Sonne dort berührt hat. Zeit mir nur nicht, ob ich in dem Moment dort unten stehen muss oder ob ich hier stehen muss. Okay, jetzt laufen wir mal hin. Hier ist auf jeden Fall
Ich mir vorstellen, wäre es diese und diese. Okay, mal schauen. Diese drei müssten eigentlich auf sein. Also die dort, die und die. Mit hier wir nochmal noch. Eins, zwei und drei. Genau, die sind jetzt offen. Das heißt für mich. Jetzt schaue ich nochmal. Aber das ist immer noch zu, hä? Diese Zahl ist wohl wichtig. 15. Was heißt 15? Eine Uhrzeit oder so? Uhrzeit gibt es nicht. Kann ich denn jetzt vielleicht irgendwas rausnehmen? Aber hier ist ja auch nichts, oder? Können wir irgendwas machen? Oder können wir irgendwas mit dem Stein dort hinten machen? X und V. X und V. Come on!
Da können wir doch mit dem Bogen reinschießen. Muss ich öfters reinschießen. Licht, das hinauf zu den Göttern strahlt. Bei Re, was habe ich getan? Ich sollte zu dem Grab. Okay. Können wir plündern? Irgendwas mitnehmen auch hier. Schaut das nice aus mit dem blauen Licht. Okay, und ich kann auch nicht mehr schnell laufen jetzt. Oh, ihr Torwächter, die ihr die Pforten bewacht, die ihr Seelen fresst und auch die Körper der Toten verschlingt. Welch Reise liegt hinter mir? Was habe ich alles gesehen? Ist übrigens der Endboss von Final Fantasy 15. Richtig, richtig nice, Leute. Ausrüstung aus der Final Fantasy Reihe. Das war übrigens gerade der Endboss. Mir fällt der Name zwar jetzt nicht ein, aber es war der, auf jeden Fall der Endboss aus Final Fantasy 15. So, ich habe jetzt auf jeden Fall ein Schild, ein Schwert und ein Mount bekommen. Das Mount schauen wir uns doch jetzt auch gleich an. Sah aus wie ein Schokobo. So, schauen wir doch mal auf die Ausrüstung. Genau, und da ist das legendäres Reittier. So, nehmen wir doch gleich. Und wir schauen auf jeden Fall mal. Okay, 309 Schaden ist schon nicht schlecht, würde ich sagen. Die hat sogar mehr Schaden als unsere Axt und wird natürlich schneller zu führen sein. Sehr geil. Aber halt nicht die Reichweite. Aber ist wurscht. Schild sieht natürlich auch sehr, sehr nice aus. Seidlitz. Sehr schön. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut und schauen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich denke, dass wir mit der Hauptquest oder Hauptstory weitermachen werden. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid, mich hier ein bisschen unterstützt in Form von Likes, Kommentar oder auch ein Abo. Würde mich alles sehr, sehr freuen, Leute. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.